Wohnbau scheint eine recht banale Sache zu sein. Das war vielleicht auch der Grund, weshalb mich Wohnbau sehr lange gar nicht interessiert hat. Ich kam eigentlich eher zufällig zum Wohnbau. Also Wohnbau, als ich noch Student war, war zu meiner Zeit Standardtypologien. Da gab es zwei, drei, vier. Wenig Bereitschaft zur Veränderung. Das war in den 80er Jahren, Beginn 90er Jahre. Wenig Geld, wenig Kreativität, also alles, was man sich als Student nicht wünscht oder nicht von der Vorstellung her denkt für den Beruf. Und ich bin aber zum Wohnbau eigentlich erst mehr zufällig gekommen über unsere Arbeit, über unser Büro. Eigentlich mein Büro, bin mit meinem Büro in Amsterdam 2005, da haben wir losgelegt und hatten dann 2009. In der Folge der Finanzkrise gab es in Holland eine große Immobilienkrise, eine große Entwicklungskrise, die auch den Wohnbau betroffen hat. Und das war eigentlich die Chance für jemanden, der im Wohnbau keine Erfahrung hat und kein Portfolio hat, trotzdem in den Wohnbau reinzukommen, nämlich über Baugruppenprojekte, die dann in Amsterdam durch die Gemeinde, durch die Stadt realisiert worden sind. Und so kam ich eigentlich in den Wohnbau rein. Und eigentlich je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso komplexer schien mir das Thema, aber auch umso relevanter. Weil Wohnbau hat mit der großen Zahl zu tun, mit der Masse zu tun und ist dadurch eigentlich von recht großem Einfluss. Die Entscheidungen, die im Wohnbau gemacht werden, die Weichen, die gestellt werden, haben doch einen sehr, sehr großen Einfluss eigentlich im sozialen Sinn und im ökologischen Sinn. Und gerade wenn man sich die großen Herausforderungen, die großen sozialen und ökologischen Herausforderungen vergegenwärtigt, mit zentralen Fragen, wie wir gemeinsam leben möchten mit beschränkten Ressourcen, wie wir gemeinsam leben müssen mit den ökologischen und sozialen Herausforderungen, dann ist Wohnbau eine der Disziplinen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt und die sich auch, sag mal, glaube ich, sehr kritische Fragen stellen muss. Was hinterfragt werden muss, was kann man weiterführen, was muss hinterfragt werden, wie möchten wir in Zukunft miteinander wohnen, miteinander in einer verdichteten Gesellschaft zusammen sein. Und da ist Wohnbau sicherlich eine der wichtigen Disziplinen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe den Vortrag gegliedert über vier Themen und ich habe es mit Rainer, wir haben es uns vorbesprochen. Es kann gut sein, dass ich maßlos über die Zeit gehe. Das werden wir aber nicht akzeptieren. Aber wir können also bei jeder Sektion können wir uns im Prinzip ausklicken. Also vielleicht die letzte müssen wir dann gucken, ob wir die dann mitnehmen oder nicht mitnehmen. Und ich möchte jede von den vier Themen mit einer kurzen Hypothese einleiten und dann gefolgt von einer kurzen Reflexion und dann schließlich ein oder zwei Projekte aus meiner Arbeit. Möchte aber gleichzeitig auch betonen, dass die Reflexion einerseits und die Arbeit andererseits für sich selber stehen und nicht gemeint sind, dass die Reflexion notwendigerweise die Arbeit bedingt und umgekehrt. Also der Anspruch der Reflexion, den kann man mit der Arbeit nicht immer einlösen oder zumindest mit meiner Arbeit nicht. Deshalb stehen die beiden auch ein bisschen losgelöst voneinander, thematisch verbunden, aber doch mit anderen Mitteln auch getrennt. Meine erste Hypothese: Wohnbau ist eine kulturelle Technologie. Ich werde das ganz kurz vorlesen, bloß zwei, drei Sätze. Die Moderne ist eine geschichtliche Folge wechselnder, kulturell produzierter Formen des Subjekts. Die Moderne hat den Wohnbau als politisches Projekt verstanden, als programmatische Schaffung eines typischen Subjekts mit Hilfe von Architektur als kultureller Technologie. Als solche organisiert der Wohnbau Alltagspraktiken und Erfahrungen, wodurch Subjektivierungs- und Sozialisierungsprozesse konstituiert werden. Ich werde das jetzt noch ein bisschen ausformulieren, möchte geschichtlich beginnen. Vitruv hat die Architektur in drei Bereiche eingeteilt. Edificatio, die Kunst der Konstruktion, das ist uns Architekten am geläufigsten. Am aktuellsten vielleicht. Aber gerade der zweite Teilbereich der Architektur nach Vitruv, glaube ich, ist sehr interessant. Das ist nämlich der Bereich der Machinatio, die Idee der Fabrikation, Architektur als Fabrikation von technischen und abstrakten Maschinen.
Und der dritte Bereich, auf den ich nicht weiter eingehen werde, bei Wittroof war Gnomonice, die Herstellung von räumlichen und zeitlichen Messinstrumenten, die gerade zur territorialen Entwicklung in der Renaissance auch benötigt wurden. Aber der zweite Teil, das zweite Teilgebiet der Architektur, Architektur als Machinatio, glaube ich, ist interessant. Etymologisch Maschine, Machinatio, entstammt der griechischen Wurzel Mekane, Mekos, für Mittel und Zweck, also wo das Zweckorientierte der Maschine zurückkommt. Aber auch die indogermanische Wurzel Mach, die für Vermögen steht, für Können und für Ermöglichung. Und im Deutschen leitet sich daraus das Wort Machen ab, und aber auch gleichzeitig Macht. Wobei Machen eben eine performative Dimension hat und Macht dann eigentlich die Dimension der Dominanz. Und also diese Begriffsdefinition der Maschine, dass sie eben nicht bloß im engeren Sinn des Werkzeuges etwas Performatives ist, etwas Utilitaristisches ist, sondern durchaus auch hinsichtlich des Bereichs der Ermöglichung, der Macht, auch eine physisch und mentale, eine räumlich-intellektuelle Gerätschaft eigentlich bezeichnen möchte. Also ein Beispiel, der Begriff der Kriegsmaschine bezieht sich ja eigentlich auf sowohl die konkrete Waffenapparatur, aber auch auf die strategische Dimension einer Kriegsmaschine. Das ist eigentlich sozusagen ein Beispiel für diese mehr konkrete und gleichzeitig abstrakte Dimension dieses Begriffs. Auf dem Bild ein Ausschnitt aus dem Traktat von Di Giorgio Martini, Renaissance Quattrocento, das war eigentlich das dritte theoretische Traktat der Renaissance zur Architektur. Und Di Giorgio Martino hat sich, wie bereits vor ihm Brunelleschi und San Gallo, sehr stark mit diesem Begriff der Machinatio, der Architektur als Machinatio, auseinandergesetzt. Und wir sehen zwei Seiten auf dem Slide. Auf der linken Seite sehen wir eine Serie, einen Ausschnitt, eine Serie von mechanischen Maschinen, die Di Giorgio auch Edifici nennt, also Gebäude. Das sind präzise Schnittperspektiven, maßlose, maßstabslose Konstrukte. Und wir können sehen, dass die einerseits in eine architektonische Umhüllung, Umkammerung eigentlich gesetzt sind, in welche dann die mechanischen Gerätschaften oder mechanischen Teile eingekleidet sind. Also die infrastrukturelle, performative Aufgabe des Mechanischen kommt hier mit einer architektonischen Dimension eigentlich zusammen. Architektur als Machinatio. Und dann in der gleichen diagrammatischen Studienhaftigkeit hat Di Giorgio im gleichen Traktat dann auch mehr die klassische typologische Untersuchung gemacht der Architektur. Was wir hier sehen, das sind typologische Studien zu Häusern und Palazzi, gegliedert dann nach sozialen Klassifikationen, untersucht auf maximale raumwirtschaftliche Logik, bei der bestimmte Elemente wieder zurückkommen, das Treppenhaus, der Cortile, der Hof kommt zurück, die Sala, das Hauptzimmer kommt zurück, und dann Architektur eigentlich als distributive Schemata. Architektur als Machinatio, als technisch-konzeptionelle Apparatur. Und die Moderne im 18. Jahrhundert hat eigentlich, oder seit dem 18. Jahrhundert, hat eigentlich Wohnbauarchitektur auch in diesem Sinn aufgefasst, nämlich als in ihrer Maschinenhaftigkeit. Drei Beispiele, jeweils gegliedert in drei verschiedene Phasen der Moderne. Die Moderne, die begann ja nach der bürgerlichen Revolution erstmal als bürgerliche Moderne im 19. Jahrhundert. Davon stammt das erste Bild, also die Aufgabe der bürgerlichen Moderne war ja das Schaffen einer neuen Gesellschaft mit ganz neuen Institutionen und aber gleichzeitig auch mit der Schaffung eines neuen Subjektes, des bürgerlichen Subjektes, der die Eigenständigkeit und die Verantwortlichkeit wahrnehmen kann, die diese Gesellschaft von dem Bürger auch erwarten konnte. Dann das zweite Beispiel, aus dem holländischen Wohnbau, das Bergpolder Zeilenhochhaus aus Rotterdam aus 1934,
eines der frühesten Vorläufer dieser Typologie, die dann in den 50er und 60er Jahren weite Verbreitung gefunden haben. Auch in der Moderne, in der industriell organisierten Moderne des frühen 20. Jahrhunderts wird, also das Thema ist die Akkommodation der städtischen Massen, der Arbeiter, die für die Produktion auch hygienisch und entsprechend wohnen soll und die eigentlich als typisches Subjekt, Homo faber ist das Stichwort, in Wohnmaschinen gesteckt werden oder in Wohnmaschinen werden konstruiert. Und dieser Bergpolder ist insofern interessant, als dass in der Typologie die DNA der fordistischen, der kapitalistischen Produktion wieder zurückkommt, also Fordismus, die Idee der Fließbandproduktion, die ja in der modernistischen Architektur enorm erfolgreich war, die noch stets zurückzulesen ist in dieser Wohnbauarchitektur, wobei die Industrialisierung der Produktion sich nicht nur auf die Produktion der Architektur bezieht, also die rationelle Produktion der Gebäude, sondern ich denke, die bezog sich auch auf die Produktion eines bestimmten Subjektes, nämlich des typischen Arbeitersubjektes der Moderne, des Homo Fabers. Und dann die in der Postmoderne, der dritten Phase eigentlich der Moderne nach der Revolution, die Postmoderne mit ihrer Rebellion gegen genau diese rationalistische, funktionalistische Typisierung der Gesellschaften des Subjektes mit ihren eigenen Raumformen, wie hier im Beispiel von Konstanz, New Babylon, einem utopischen Projekt. Also man kann eigentlich sagen, Wohnbauten sind Trainingscamps, in welchen bestimmte Praktiken immer wieder trainiert und durch die Subjekte angeeignet werden. Also diese Alltagspraktiken und diese Alltagspraktiken, die da trainiert werden, praktiziert werden, konstituieren sehr spezifische Subjektivierungs- und Sozialisierungsprozesse. Wohnen als Komplex normativer Praktiken oder täglicher Praktiken vielleicht erstmal. Wohnen umfasst viele Praktiken. In der bürgerlichen Perspektive geht es beim Wohnen vor allem um die reproduktiven Tätigkeiten, also die Praktiken zur Wiederherstellung der Produktivkraft des Subjektes eigentlich, aber das ist eine spezifisch bürgerliche Sicht der Dinge, so wie Kochen, Essen, Schlafen, Erholen, Ausspannen, Waschen, Kinder erziehen, Haushaltstätigkeiten erledigen, Rasen mähen und solche Geschichten. Und es macht hinsichtlich Subjektivierung und Sozialisierung einen großen Unterschied, in welchen räumlichen Bedingungen diese Praktiken stattfinden, mit welchen Personen die stattfinden, alleine oder geteilt oder mit der Familie oder außerhalb der Familie und welche Dinge und Objekte dabei involviert sind. Also als Beispiel zum Beispiel hier auf dem Slide ein paar Beispiele. Waschen, es macht einen großen Unterschied, ob Waschen stattfindet mit der eigenen Waschmaschine, wie in der Miele-Werbung oder ob Waschen stattfindet wie in der Siemensstadt in den 30er Jahren mit der Großwäscherei als Teil der Siedlung, die mit dem Kinderhort gekoppelt wird oder wie zum Beispiel im Beispiel von der Kalkbreite, zeitgenössisches Projekt, dass Waschen kombiniert wird mit einer Bibliothek, mit der Lounge, wo man sich mit anderen während des Waschprozesses vielleicht treffen kann. Das sind unterschiedliche Erfahrungen, es sind unterschiedliche Praktiken, die unterschiedliche Formen von Subjektivierung konstituieren oder zumindest stimulieren. Meine Hypothese also ist, dass Wohnbauarchitektur erst und vor allem eine kulturelle Technologie ist, mit Hilfe von welcher Individuen und Gruppen sich bestimmte Praktiken aneignen und wiederholen, die sie zu bestimmten Subjekten machen und die sie mit bestimmten sozialen Beziehungen platzieren. Wohnen als Trainingsprogramm, Wohnbauarchitektur als Trainingscamp, ich habe es gerade gesagt. Es ist vielleicht wichtig zu sagen, natürlich sind die Praktiken des Wohnens nicht die einzigen Praktiken, die Subjektivierung mitverantworten. Da gibt es
sehr viele Praktiken, die Praktik der Arbeit, der Intimität, der Technologien des Selbst, das sind so Themen aus der Kulturtheorie zum Beispiel, der Bildung und viele mehr. Aber worauf ich hinweisen möchte, durch die Wiederholung des Alltäglichen sind die Alltagspraktiken des Wohnens oder im Zusammenhang des Wohnens eben nicht, gehen nicht spurlos an der Persönlichkeitsbildung an einem vorbei. Und hier nochmal in der Übersicht, also das bürgerliche Subjekt, das Arbeitersubjekt der organisierten Moderne des frühen 20. Jahrhunderts, das postmoderne Subjekt. Und dann ist es natürlich immer die Idee, also diese kulturtheoretische Idee eines dominanten Subjektes. Und natürlich gibt es ein großes Spektrum verschiedener Subjekte und trotzdem gibt es bestimmte paradigmatische Subjektformen, die für die große Masse darstellen. Aber ich glaube, auf die Frage, auf die ich hinaus möchte, das ist eigentlich mit dem letzten Bild, ich glaube, für uns als Gesellschaft stellt sie die Fragen, welche Formen des Subjektes, welche Subjektformen benötigen wir für die sozialen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft und welchen Einfluss können wir oder kann möglicherweise die Architektur und die Wohnbauarchitektur darauf nehmen. Ich möchte diesen Einfluss auch nicht zu groß sprechen, aber ich möchte ihn gleichzeitig auch nicht zu klein schätzen. Er liegt irgendwo zwischendrin. Wie gesagt nochmal, ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft eine dominante Subjektform geben wird, wie vielleicht in den früheren Phasen der Moderne. Wir sind auf dem Weg zu Minderheitsgesellschaften und damit ist auch angesprochen, dass damit auch die Subjektformen sicherlich divers und heterogen sind. Die zweite Hypothese, Wohnen heute ist soziale Verdichtung. Wohnen in der Stadt ist Zusammenwohnen und damit das Teilen von Ressourcen. Wohnbau hat sich immer als räumliche Verhandlung zwischen privat und öffentlich definiert. Zwischen beiden Sphären liegt eine dritte, welche mit zunehmender Verdichtung an Bedeutung gewinnen wird, das Gemeinschaftliche, das weder privat noch öffentlich, sondern von Gruppen miteinander geteilt wird, in geteilten Bereichen. Der Aspekt des Teilens ist essentiell. Das Gemeingut bezeichnet vor allem eine soziale Praxis, die von den Beteiligten fortlaufend verhandelt, ausgeübt oder erneuert werden muss. In den urbanen Räumen künftiger Minderheitsgesellschaften werden ganz unterschiedliche Wohnformen koexistieren. Wohnen ist auch heute noch, obwohl wir uns von der bürgerlichen Moderne inzwischen recht weit entfernt haben, zeitlich. Und trotzdem ist die bürgerliche Ideologie gerade im Wohnen, in der Kultur des Wohnens noch sehr stark präsent. Und ich glaube, ein Hinterfragen der konzeptionellen Aspekte dieser bürgerlichen Ideologie, glaube ich, hilft, wenn man Wohnen neu oder anders denken möchte. Das Bild des flämischen Malers van Eyckt zeigt, was ich hier auf dem Slide habe, zeigt gewissermaßen Adam und Eva der bürgerlichen Ideologie. Das ist ein Porträt des italienischen Kaufmanns Arnolfini zur Zeitpunkt seiner Vermählung und zeigt eigentlich die Insignien des mittelalterlichen Bürgertums, die zum Teil und ich glaube auch noch eben großflächig bis heute noch Geltung haben. Einmal der Aspekt des Eigentums, also des Eigentums, des domestischen Eigentums, des Hausbesitzes, der Besitz eines grundsteuerpflichtigen Hauses war schon bereits in der vorbürgerlichen Zeit, also mit den Großbürgern der Renaissance zum Beispiel, übrigens wie auch bei den Römern und bei den Griechen, in der klassischen Antike, ist der Hausbesitz eine Grundvoraussetzung des politischen Status des Bürgers. Ohne Haus keinen politischen Status oder keine politischen Rechte. Der zweite Aspekt, der hier im Bild zur Sprache kommt, ist die eheliche Geburtsverpflichtung als eine der Bedingungen für die Bürgerschaft, für das Erhalten des Status des Bürgertums. Also die eheliche Geburtsverpflichtung zur Sicherung des Bürgerstandes der kommenden Generationen. Und ein dritter Aspekt ist, also zur Zeit des Mittelalters zumindest, oder des Spätmittelalters, der frühen Renaissance, dass ein bestimmtes Mindestvermögen auch erwartet wurde von den Bürgern. Was man im Bild auch sieht, ist die geschlechterspezifische Kodierung dieser häuslichen Domäne mit dem Mann, der am offenen Fenster steht und der natürlich tendenziell die Geschäfte außerhalb des Heims tut und die Frau als
also mit dem Haus verbunden, mit dem Alkovenbett im Hintergrund bezeichnet. Also diese geschlechtsspezifische, typisch bürgerliche Kodierung des Hauses, des bürgerlichen Hauses. Nach der bürgerlichen Revolution, Ende 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert, werden konzeptionelle Scheidungen konzipiert oder konstituiert, die bis heute hartnäckig nachwirken. Das ist zum einen die Trennung, die systematische, strikte Trennung von privaten Raum und öffentlichen Raum, nämlich die Erfindung des Wohnens als Privatsache. Wohnen als Schutz der Intimsphäre. Das scheint uns heute absolut natürlich zu sein, weil es eben noch so stark in unserer Kultur vorhanden ist. Aber Wohnen, wie wir gleich nochmal auch sehen werden, ich werde gleich darauf zurückkommen, Wohnen war nicht immer eine Privatsache oder als Privatsache verstanden worden, geschichtlich. Gleichzeitig mit dieser, Wohnen als Private, also Privatsphäre, die aber gleichzeitig auch eine zweite folgenschwere Scheidung nach sich zieht, nämlich die Trennung von Wohnen und Arbeiten. In dem Sinn, dass Wohnen, wenn Wohnen zum Rückzug, zum privaten Rückzugsbereich wird, dann wird Arbeit von diesem Bereich ausgelagert. Und Arbeit, wie wir auch gerade auf diesem Porträt gesehen haben von Van Eyck, Arbeiten wird der männlichen, der äußeren Ebene, eigentlich der öffentlichen Domäne einmal zugeordnet, während die Frau, diese geschlechtsspezifische Kodierung des Privaten eigentlich eben im Domestischen verbleibt. Was man auch noch auf dem Bild links sehen kann, ist natürlich die Idee, die bürgerliche Idee, dass die Kleinfamilie die soziale Grundeinheit der Gesellschaft ist. Das ist auch eine typisch bürgerliche Idee. Und dann auf dem anderen Bild von Hasenclever die Konstitution der Öffentlichkeit, die sich gleichzeitig vollzieht, nicht bloß in der Form von öffentlichem Raum, von öffentlichen Gebäuden, ich komme gleich nochmal darauf zurück, sondern wie Habermas auch gezeigt hat, die Konstitution eines öffentlichen Diskurses, also die Öffentlichkeit konstituiert sich über Medien, wie man hier das sehr schön sehen kann, und Öffentlichkeit wird auch oder gerade auch als Diskursraum verstanden. Die Trennung, die bürgerliche Trennung von privaten und öffentlichen Raum hat weitreichende Implikationen für die Architektur und für die Stadt. Einerseits entsteht eine Spezialisierung, die sogenannte Wohnbauarchitektur entwickelt sich im 19. Jahrhundert, die sich dann im 20. Jahrhundert entsprechend weiterhin spezialisiert, die sich auch von der Architektur der öffentlichen Institutionen auch unterscheidet. Also die öffentlichen Gebäude, die für diese neue bürgerliche Gesellschaft gebaut werden muss, wird ein spezieller Zweig. Und im 20. Jahrhundert wird der Wohnbau, die Wohnbauarchitektur nochmals ein ganz spezifischer Teilbereich der Disziplin. Also was ich hier zeigen möchte, ist nicht bloß diese radikale Trennung dieser beiden Bautypen, sondern was auch zu bemerken ist, ist die Verselbstständigung des Objektes. Also bürgerlich ist die Vereinzelung des architektonischen Objektes, gerade jetzt also des Hauses, aus sozusagen dem Zusammenhang, also dass die mittelalterliche Stadt zum Beispiel ist ein zusammenhängendes Gefüge, aber typisch modern und bürgerlich, also wie zum Beispiel in dieser Vision von Tony Garnier links und oben, ist eben, dass die Selbstständigkeit des bürgerlichen Subjektes in einem politischen Sinn, in einem wirtschaftlichen Sinn und in einem moralischen Sinn, wie sich das Subjekt konstituiert hat, wird auch in die Architektur übertragen und in die Stadtplanung übertragen. Das kann man sehr gut sehen in der Vision von Tony Garnier. Also die Grundzelle, die individuelle Familiengrundzelle, kriegt ihr einzelnes Hausobjekt und die Stadt besteht aus diesen Hausobjekten. Und eigentlich setzt sich diese Ideologie durch bis in die Ideologie der modernen Architektur. Deshalb habe ich das Beispiel von Corbusier hinzugefügt, diese Idee der modernen Stadt, Einzelobjekte in einen Landschaftsraum zu setzen, diese antistädtische Haltung eigentlich, ist zugleich auch eine sehr bürgerliche Haltung in der Stadtplanung. Im 20. Jahrhundert
Sag mal, wird die Wohnbauarchitektur weiterhin zum Spezialgebiet? Die Themen sind Verdichtung, Existenzminimum, materielle und räumliche Reduktion. Die drei Grundtypen, es wird eine Architektur der Zellen, der kleinen Raumeinheiten, während, und das ist eigentlich das Thema des Wohnbaus oder der Wohnbauarchitektur dann auch für die folgenden Dekaden, während auf der anderen Seite die Architektur des öffentlichen Raumes weiterhin die Tradition der Architektur als Raumkunst weiterträgt. Also mein Argument ist, dass in dieser Trennung von öffentlich und privat eben eine disziplinäre Trennung auch entsteht zwischen einer Architektur des Privaten und einer Architektur des Öffentlichen. Während die Architektur des Privaten sich auf Reduktion besinnt, bleibt diese Raumkunstkomponente eigentlich bei der Architektur des Öffentlichen, aber überträgt sich nicht oder wird eigentlich, ist kein Thema mehr in der Architektur des Domestischen. Und das war nicht immer so. Ich möchte innerhalb von 8 oder 9 Slides einige geschichtliche Beispiele zeigen aus dem domestischen Bereich. Es ist nicht immer eine Architektur der Verdichtung, absolut nicht. Aber trotzdem, ich möchte 2 Aspekte zeigen, dass nämlich Wohnen nicht immer dieser Rückzug ins Private war, sondern eben auch andere Beziehungen hatte zwischen Privat und Öffentlich einerseits, und dass Wohnen, die Wohnbauarchitektur durchaus auch die Raumkunst oder die Dimension der Architektur als Raumkunst hatte. Wenn wir mit der Domus beginnen, die Domus ist das Wohnhaus des Patriziers, des wohlhabenden Römers, des Stadtbürgers. Und die Domus ist gleichzeitig ein privater Raum und ein halböffentlicher Raum. Ich habe jetzt in den folgenden Slides, hier und in den folgenden Slides, die privaten Raumeinheiten, die Zellen sozusagen, grau gekennzeichnet. Und diese größeren Raumeinheiten, die ich auch Hallen oder Bühnen nennen werde, habe ich gelb gekennzeichnet. Und in der Domus gibt es diese axiale Raumorganisation mit beinahe zeremoniellen Charakter. Das ist diese bekannte Verbindung eigentlich, also hier in diesem Fall zwischen, also mit dieser Vorhalle, mit dieser schmalen Vorhalle. Dann kommt das Atrium und dann in der Mitte, mal gucken, ob der Pointer funktioniert, also das Atrium hier. Und dann hier zentral dieser Raumbereich, das Tablinum, das ist der Raumbereich, das sieht man auch hier in der Perspektive, also dieser Raumbereich, der so zentral, beinahe panoptisch diese Achse überwacht. Das ist der Sitz des Familienpatriarchen, des Dominus, also wo auch damit die Domus also sprachlich verbunden worden ist und wo natürlich auch diese Dimension der Machtausübung, der Dominanz auch wieder noch in dem Wort anklingt. Und die dann einerseits den Überblick gibt, andererseits auch den halböffentlichen Bereich, den repräsentativen Bereich der Domus trennt als Schwellenraum mit den mehr privaten Räumen der zurückliegenden Räume, die jetzt hier hellgelb gekennzeichnet sind. Genau. Zweites Beispiel, Mittelalter, die Klosterarchitektur als Vermittlerin zwischen Individuum und Gemeinschaft. Da gibt es auch ganz ausgeprägte, ganz unterschiedliche Spektrum, wie mit zwischen Gemeinschaft und Individuum umgegangen wird. Beispielsweise im Kartäuserkloster hat die Einzelzelle große Bedeutung, das sind diese Reihen der Einzelzelle, und das Gemeinschaftliche mit dem Speisesaal, mit der Kirche, kommt zurück, aber ist verhältnismäßig zu der Größe der Einzelzelle, hat ein anderes Verhältnis, wie als zum Beispiel die Klostertypen des Benediktinerordens oder der Zisterzienser, die ein Unterteil davon waren, die eigentlich allemal Hallenräume sind und wo die Zelle als Raumtypus ganz abwesend ist. Also alle soziale Praktiken werden gemeinschaftlich ausgeführt. Und die Halle, das Problem des Überdeckens des Raumes, ist hier, was die Raumkunst, die Dimension der Raumkunst ausdrückt.
Die Renaissance-Palazzo in Villen, weiterer Schritt, auch hier das Haus, das Wohnhaus nicht als privater Raum, sondern das Wohnhaus als halböffentlicher Raum mit dieser Raumfolge, die Palladio von den Römern in seinen Studien übernommen hat, mit der Loggia, mit dem Verbindungsgang, mit dem Vestibül und mit dem Hauptraum der Sala und den seitlich angegliederten Räumen, die typologisch eine wunderschöne Entwicklung sind aus der lokalen venezianischen Kultur, aber auch aus diesem Lesen oder dieser Neuinterpretation der römischen Kultur. Aber es sind eben keine Privaträume in dem Sinn als Rückzugsräume, sondern es sind offene Räume, es sind Durchgangsräume. Alle haben Türen, es sind alles Durchgangsräume und man kann sich das Leben auch, wie hier unten auch illustriert, auch immer ganz schön betriebig vorstellen. Also das waren ständig Menschen, die ein- und ausgegangen sind, die Familienmitglieder waren da, die Bediensteten waren da, oft waren Gäste da, also in den Zimmern war ein Kommen und ein Gehen. Das ist eine andere Form des Wohnens als eben dieses Wohnen als Rückzug. Dieses Thema, dieses Konzept des Wohnhauses als gesellschaftliche Bühne und als Raumkunst wird dann zum Zeitalter des Absolutismus, wo die kulturelle Entwicklung eigentlich von Italien nach Frankreich sich verlagert, zumindest in der Architektur auch, kommt zurück in dem Bautypus, Wohnbautypus der Aristokratie, die ja der französische König zu sich an den Hof geholt hat und die deswegen alle ihre Stadthäuser bauen mussten in Paris und dann später in Versailles, nämlich das Hotel als der Bautyp dieser Elite, dieser Gesellschaftenelite. Und da kommen genau die gleichen Aspekte, die wir gerade bei Renaissance Palazzo gesehen haben, bei Palladio kommen auch hier wieder zurück. Das sind eigentlich Hallenräume, die eine gesellschaftliche Bedeutung haben. Und zu den Hallenräumen und zu diesen Gesellschaftsräumen gehört auch das Schlafzimmer, das Chambre de Parade, das eine spezielle repräsentative Funktion hatte. Es war ja man denkt sich immer, dass die Aristokratie ein leichtes Leben hatte und dass es alles um Verschwendung und Luxus ging. Es war aber faktisch wahrscheinlich ein sehr anstrengendes Leben, weil es eine sehr komplexe, hierarchisch geordnete Gesellschaft war. Und die Arbeit war, seinen gesellschaftlichen Status konstant zu verhandeln, dass man nicht abgestiegen ist, sondern dass man eben vielleicht aufsteigen konnte. Also dieses Spiel der Verhandlung des eigenen sozialen Statuses war ja auch genau das, was der Sonnenkönig eigentlich bezweckt hatte, dass die Aristokratie, die sich manchmal ja gegen ihn verschwört, gegen den König verschwört hatte, traditionell sozusagen nicht mehr auf den Gedanken der Kriege kommt, sondern mit sich selber beschäftigt ist. Und da sind die Hotels ein Ausdruck dieses Wohnens als geschäftliche und gesellschaftliche Unterhandlung. Also Wohnen und diese Gesellschaftsdimension war durchaus auch gleichzeitig ein Arbeitsraum, eine Bedingung der Arbeit, der gesellschaftlichen Arbeit. Kommt zurück im Townhouse in England im Ende 18. Jahrhundert, wo man genau das Gleiche finden kann, aber auch hier Architektur, Wohnhaus oder Wohnbauarchitektur bleibt auch hier Raumkunst. Frühsozialistisches Wohnen und Arbeiten, hier im Beispiel von Claude-Nicolas Ledoux, die Saline, die bekannte Saline, da gab es also Wohnen und Arbeiten wird zum Thema als Teil der Industrialisierung. Und ich glaube, hier kommt, also genau als Titel Architektur als Trainingskampf, hier kommt diese Idee der Architektur als Machinatio wieder zurück, dass Architektur eigentlich eine Trainingsmaschine ist. Es ging hier darum, den Arbeiter einerseits zu kontrollieren, aber ihn auch zu einem moralisch guten und verantwortungsvollen Arbeitersubjekt zu erziehen. Man kann das noch im Grundriss auch zurücksehen. Die Einheiten sind sowieso interessant, dass die Kraft des Zentrums, des Direktors, also dieses panoptische Zentrum, immer anwesend ist in dem Wohnhaus durch die Krümmung, also dieser Kraftstrahl eigentlich überträgt sich in das Wohnhaus, man kann sich dem nicht entziehen, der Arbeiter kann sich dem nicht entziehen. Die Zellen sind Familienzellen, aber es sind eigentlich bloß Schlafzellen, die auch unbeheizt sind und der einzige beheizte Raum hier mit der großen Feuerstelle ist dieser Gemeinschaftsraum, in dem es mehrere Küchen gab, in dem gekocht wird, in dem gegessen wird und in dem sich getroffen wird.
Und die Gärten hier hatten genauso eine pädagogische Funktion, nämlich, dass die Freizeit auch sinnvoll verbracht wird und nicht im Wirtshaus getrunken wird, sondern dass man sich sozusagen auch nach der Arbeit als gutes Arbeitersubjekt sich den wesentlichen Dingen wendet. Also Architektur als Erziehungs- oder Wohnbauarchitektur als Erziehungsmaschine. Dann zwei, drei Beispiele mehr, dann sind wir mit dieser Reihe durch. Ich glaube, man muss erwähnen, die sozialistische Periode, vor allem die ersten 10 Jahre nach der Oktoberrevolution, diese Entwicklung der Social Condenser, die Dimension der gesellschaftlichen Aufgabe war ähnlich groß wie nach der bürgerlichen Revolution. Die sozialistische Arbeiterrevolution war ja vor allem auch ein Aufstand gegen die bürgerliche Ideologie. Und in dem Sinn ist es interessant, also das war ja die Idee, die Gesellschaft komplett neu zu denken unter dem Paradigma der Produktion, der industriellen Produktion, das sich in alle Lebensbereiche durchziehen sollte, also hinsichtlich einer kollektivistischen Lebensweise. Und bereits bei Lenin wird die Gleichberechtigung der Frau thematisiert, dass die Frau Teil des Produktionsprozesses werden soll und von ihrer bürgerlichen Rolle als Hausfrau, als verantwortlich für den privaten Raum, dass diese Rolle entzogen werden sollte. Und damit angesprochen ist eigentlich die Kollektivierung der Haushaltsarbeiten, wie das Essen machen, die Kindererziehung, das Waschen, wird kollektiviert, sozusagen, dass es nicht mehr das Problem oder das Thema des Einzelnen, der Frau oder der einzelnen Familie wird. Und da gibt es sehr, sehr einflussreich auf die moderne Architektur. Corbusier war sehr informiert über die Studien, über die Experimente der Konstruktivisten, der russischen Konstruktivisten in den 20er Jahren. Und es ist also sehr einflussreiche Studien, die vor allem auch mit dem Existenzminimum zu tun hatten, aber nicht wie im Westen, dass das Wohnen bloß noch eine Zellenarchitektur bleibt, sondern auch hier wird Zelle und Halle, also sozusagen kleiner Raum, individueller Rückzugsraum und gemeinschaftlicher Raum verbunden in vielen Beispielen, stadtplanerisch, aber auch architektonisch, wie hier ein Beispiel von Ginzburg, dieses Wohnhaus auf dem Nowinski Boulevard in Moskau. Ich möchte noch was anderes ansprechen, und das ist der Bühnencharakter eigentlich dieses Lebens. Also es ist nicht nur eine neue Form des Lebens oder des gesellschaftlichen Lebens oder Wohnens, sondern man stellt die auch aus. Also der Bühnenraum ist nicht nur der Teil, wo die Praktiken stattfinden, sondern diese Veräußerung der neuen Lebensform wird sozusagen mit den Mitteln der Produktion, wie in diesem Bühnenbild von Vesnin, ja, wo die Mittel der Produktion eigentlich die soziale Produktion, die soziale Produktion des Raumes eigentlich auch darstellen, wird dann auch in der Architektur, in der konstruktivistischen Architektur übertragen, und das gesellschaftliche Spiel sozusagen wird auch veräußert. Interessanterweise, und das ist etwas, wo vor allem auch Rem Koolhaas in seinem Buch Delirious New York verwiesen hat, interessanterweise gab es eine ähnliche Entwicklung nicht bloß im sozialistischen Osten, sondern auch im kapitalistischen Westen in Amerika, nämlich mit den Residential Hotels, die eigentlich ganz ähnlich, trotz des anderen wirtschaftlichen Rahmens, aber ganz ähnlich aufgebaut waren, nämlich mit relativ kleinen Zellen, je nach Typ des Residential Hotels, hier das Commodore Hotel. Da gibt es viele, also kleinere Zellen eigentlich, und dann in die Wohnbauarchitektur Hallenräume, die ich hier wiederum gelb artikuliert habe, auf höheren Ebenen in den Türmen oder im Plinth, im Erdgeschoss, Hallenräume, wo man gemeinschaftlich gegessen hat, wo man gemeinschaftlich gefeiert hat, wo man gemeinschaftlich Business-Aktionen veranstaltet hat. Und eigentlich ganz ähnlich wie bei Ginzburg, also die Zellen sind ja deshalb so klein, weil nicht die ganze Ausstattung der bürgerlichen Wohnung dazu gehört. Es gab zwar Küchen in den Wohnzellen, bei Ginzburg zum Beispiel, aber es war bloß noch ein Küchenschrank, also sozusagen eine kleinste Minimalküche, weil ja die Küche eigentlich gemeinschaftlich organisiert war. Und ganz ähnlich lässt sich das beim Residential Hotel beobachten. Und dann eigentlich das letzte Slide, da kommt auch der Titel des Vortrages her, die Kritik des Alltagslebens. Das ist ein
Es ist ein Konzept von Lefebvre, der französische marxistische Philosoph Henri Lefebvre, der auch mitverantwortlich war oder mit die studentische Revolution mitgetrieben hat in den 60er Jahren. Lefebvre hat beobachtet, dass sich der Kapitalismus zunehmend auch ins Alltagsleben der Menschen eingenistet hat, der einerseits Freiheit und Vergnügen verspricht, aber andererseits die Menschen doch als passive Konsumenten in ihren Alltagspraktiken eigentlich belässt. Und Lefebvres Kernidee war, dass eigentlich eine Revolution oder der Widerstand oder die Emanzipation dieser kapitalistischen Dominanz, nämlich dieser Form passive Konsumenten zu kreieren, dass der Widerstand und die Emanzipation nicht durch die abstrakte Kontrolle der Produktion, also diese marxistische Idee der Revolution, der Änderung der Produktionsverhältnisse stattfinden sollte, sondern vielmehr, dass es eine Kritik des Alltagslebens sein sollte, dass eigentlich die Emanzipation in den Alltagspraktiken stattfinden sollte, dass eigentlich in den Alltag durch die Alltagspraktiken sich das Subjekt Freiräume schafft, die sich in ihren Alltagspraktiken von dieser Dominanz, der konsumistischen Dominanz eigentlich erst einmal loslöst. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der heute nicht notwendigerweise gegen, aber auch gegen den Kapitalismus wenden kann, aber ich glaube, der auch weitergeht und der auch die Frage beinhaltet, also dieses Hinterfragen der Alltagspraktiken und das Hinterfragen der Alltagspraktiken auch in einem sozialen, aber auch in einem ökologischen Sinn der Konsequenzen dessen, was wir alltäglich eigentlich ständig tun. Und diese Idee, sag mal, hat in den 60er Jahren zum Beispiel zu diesem Projekt New Babylon von Constant geführt, diese utopische Idee, dass der Homo faber passé ist, dass der neue Mensch, der Postmoderne, der Homo ludens ist, der Spieler, der sozusagen als permanenter Nomade in dieser großen Struktur Räume schafft und diese Räume ständig verändert, diese Räume aneignet, also die Architektur als Superstruktur, die Möglichkeiten, Raummöglichkeiten für das nomadische Individuum schafft. Das war eigentlich die Basis von diesem Modell von Constant. Also Lefebvre, die Situationisten und Constant, die haben sich alle gegenseitig beeinflusst. Und was aber interessant ist, das hat seinen Weg in die Architektur gefunden, gerade in Holland. Constant war selber Holländer. Constant war befreundet mit Aldo van Eyck, einer der Team 10 Architekten. Aldo van Eyck hat mit dem Bau von Spielplätzen erstmal begonnen, bevor er andere Sachen gebaut hat. Also das Spielerische, also nicht das Subjekt als ein rationales, zielgerichtetes Subjekt, sondern als ein spielendes Subjekt eigentlich und das Wohnen damit auch eben als ein Spiel, als ein Teil des spielerischen Lebens eigentlich, war dann hier Teil davon. Und das dritte Bild ist von Herzberger, also Constant, Aldo van Eyck, Herzberger, das ist so eine Genealogie, die haben sich alle gekannt, die waren alle zur gleichen Zeit ungefähr. Und das ist die Zentralbeher, das ist kein Wohnbau. Es wird zum Wohnbau gerade renoviert. Es war damals ein Verwaltungsgebäude für eine Versicherungsgesellschaft. Und ich denke, ich bin heute noch fasziniert, dass von dieser radikalen Utopie, die in den späten 50er und 60er Jahren erstellt wurde, und dem Bauen von einem Verwaltungsgebäude innerhalb des kapitalistischen Marktes weniger als zwei Dekaden vergangen sind, bis die Idee oder bis diese radikale Vision eigentlich auch architektonisch mit den Strukturalisten einen Ausdruck gefunden hat. Die Idee von Herzberger war ja im Grunde genauso, eigentlich eine Megastruktur zu schaffen, eine abstrakte Struktur, die nicht mehr funktional kodiert war, die nicht mehr funktionsspezifisch war, sondern wo sich die Menschen ihre Räume aneignen konnten. Also es gab keine Definition, wo das Café wäre, wo gearbeitet wird, wo Freizeit gemacht wird, wie auch immer, sondern es war eine Raumstruktur, die sich durch ihre Gebraucher aneignen
Die sieht eine reine Raumstruktur, die ihre Gebraucher sich aneignen konnten. Und Indres Herzberg hat immer gesagt, meine Gebäude sollen eben funktionsunspezifisch sein. Und es ist interessant, dass MVRDV im Augenblick, das Gebäude ist ein Monument, also ein Denkmal, und es wird im Augenblick von MVRDV renoviert und transformiert in Wohngebäude. Und es war eigentlich auch immer im Sinne von Herzberger, dass dies prinzipiell möglich sein würde. Architektur also nicht etwas, was funktionsspezifisch kodiertes Wohnbauarchitektur versus Gewerbearchitektur zum Beispiel, sondern Architektur als ein abstrakter Rahmen, der unterschiedlich genutzt werden, auf unterschiedliche Art und Weise genutzt werden kann. Wir mit meinen Studenten in Innsbruck und in Holland haben wir viel Analysen gemacht, eigentlich in Wohnbauprojekten von diesen Übergangszonen, die zwischen der öffentlichen Sphäre und der privaten Sphäre liegen. Also mich interessiert, und das ist jetzt ein offenes Bekenntnis eigentlich, also ich zeige heute auch keine Grundrisse von Wohnungen, das finde ich persönlich eher uninteressant, aber was ich interessant im Wohnbau finde, sind eben diese Gemeinschaftszonen, diese Übergangsbereiche zwischen der öffentlichen Domäne einerseits und der privaten Domäne andererseits. Wir nennen diese Axonometrien auch die Door-to-Door-Axo, weil das eine ist die Tür des Hauses, die den Übergang zwischen öffentlichen Raum und dem Gebäude macht, und das andere ist die Haustüre sozusagen, die den zweiten Übergang schafft. Haben auch eine schöne Ausstellung gemacht. Davide Barbieri, Kollege vom Institut, hat eine Ausstellung organisiert im Weißraum mit den Studentenarbeiten zu diesem Thema. Dann möchte ich ein oder zwei Projekte zeigen aus meiner eigenen Arbeit. Der Begriff der sozialen Produktion des Raumes ist ein Begriff auch von Lefebvre. Dieser Fokus auf die Akteure, die in der Raumproduktion involviert sind. Also die Idee von Lefebvre war, dass Raum eben nicht ein leeres Medium ist, in welches Architekten ihre Häuser stellen sozusagen, sondern für Lefebvre war Raum etwas, was sozial produziert wird mit Akteuren, die ganz unterschiedliche Interessen haben, die ganz unterschiedliche Zielsetzungen haben und deshalb in der Produktion des Raumes, des städtischen Raumes zum Beispiel, des gemeinschaftlichen Raumes, des Raumes des Zusammenlebens, der Stadt, diese Unterhandlung führen mit ihren unterschiedlichen Zielsetzungen und mit ihren Interessenskonflikten. Und diese Praxis der Co-Kreation, wie man heute sagen würde, der Gemeinschaftsproduktion, ist natürlich etwas, was überhaupt das Berufsbild allgemein verändert hat und ich glaube auch im Wohnbau ganz besonders. Und wir sind eben, ich hatte es eingangs gesagt, unsere ersten Wohnbauprojekte waren Baugruppenprojekte. So kamen wir überhaupt, so konnten wir ein Portfolio aufbauen mit Projekten, dass wir auch mittlerweile für Wohnbaugenossenschaften bauen können, weil die uns früher ignoriert haben, weil wir noch kein Portfolio hatten mit entsprechenden Projekten. Das ging also über diesen Umweg, über die Baugruppen. Also diese Beteiligung, ich sage jetzt mal von Nicht-Professionellen, die genauso Ansprüche und Interessen haben. Und interessant ist, wenn die Baugruppen gut funktionieren, dann ist es eigentlich, geht es nicht bloß um den privaten Raum, wie viel Quadratmeter mehr kriege ich vielleicht durch diese Baugruppe. Es geht auch nicht bloß um den Gemeinschaftsraum, wie man miteinander als Baugruppe, was man gemeinschaftlich auch erreichen möchte und welche Entscheidungen man gemeinschaftlich trifft. Auch zum Beispiel sind konfrontierende Fragen, welche ökologischen Entscheidungen trifft man, investiert man als Baugruppe in ein biologisches Dämmmaterial, was wesentlich teurer ist als konventionelles, oder nimmt man das Geld für die Vergrößerung der privaten Räume der Individuen. Das sind so Entscheidungsfragen, die in den Baugruppenprojekten auf den Tisch kommen, die konfrontierend sind und die miteinander im Plenum zum Beispiel unterhandelt werden. Und eigentlich, wenn eine Baugruppe gut funktioniert, sage ich immer, ist es nicht nur das Erstellen eines Gebäudes und einer sozialen Sphäre eigentlich, sondern man baut eigentlich auch ein Stück Stadt mit, weil die Baugruppen immer sehr engagiert sind, auch über die Bereiche, die über ihr eigenes Haus hinausgehen und mit der Stadt, mit der Nachbarschaft, mit Initiativen und so weiter zu tun haben.
Ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis, das ist ein Projekt, das wir nicht gewonnen haben, das ist ein Tender. In Holland gibt es eigentlich keine Architektenwettbewerbe, es gibt eigentlich bloß Tenders. Tenders sind Wettbewerbsformen, bei denen der Bauherr Teil des Wettbewerbsteams ist. Also man ist als Architekt beinahe nicht, also in den wenigsten Fällen alleine, sondern die größere, die übliche Form sind eben diese Tenders, wo man mit dem Auftraggeber zusammen ist. Und das ist ein Projekt mit ungefähr 70 Wohnungen, kein Baugruppenprojekt, das ist eine kommerzielle Entwicklung. Musste, sagen wir mal, die Bauhülle musste maximalisiert werden. Und wir haben uns gefragt, wie wir trotzdem sozusagen als Schmuckelgut etwas von dieser Idee des Gemeinschaftlichen in das Projekt reinsetzen können. Und wir haben entdeckt eigentlich, dass das Ausfüllen des maximalen Bauenvelops des ganzen Gebäudes nicht möglich ist mit dieser maximalen Anzahl der erlaubten Quadratmeter. Also die erlaubten Quadratmeter haben weniger Fläche ausgefüllt, wie die Bauhülle zugelassen hat. Und wir haben diesen Leerraum, diesen entstehenden Leerraum eigentlich genutzt für einen großen Gemeinschaftsraum, also für eine große Gemeinschaftsfläche. Ich muss vielleicht sagen, dass der Ort dieses Gebäudes ein postindustrielles Areal ist im Süden von Amsterdam, mit vielen Pult- oder Schäddächern, die es in der Umgebung noch gibt eigentlich, die also ein Teil des Kontextes sind. Und das hat dann auch zu dieser Dachform geführt, dass die Schäddächer hier nicht mehr die Lichtbedingungen von Produktionshallen begünstigen, sondern die Schäddächer haben immer noch mit Produktion zu tun, aber diesmal mit Produktion von Energie. Das heißt, die haben die Ausrichtung zur Sonne hin einerseits und ein Teil dieser Schäddächer wird für die Produktion, für die soziale Produktion des Raumes dieser Gemeinschaft sozusagen genutzt. Also die Produktion bleibt anwesend eigentlich als Thema im Gebäude. Und dieser Raum, 270 Quadratmeter, beinahe 300 Quadratmeter groß, kann dann beinahe eigentlich wie bei Konstanz, New Babylon, ist im Prinzip eine abstrakte Struktur, ist ein nicht beheizter Außenraum, das muss ich vielleicht sagen, also deshalb zählte er nicht mit, die Quadratmeter zählten nicht mit, weil die eben außerhalb der beheizten Fläche, sagen wir mal, stehen, wird also klimatisiert, eben als Greenhouse, als, wie sagt man, als Wintergarten. Und hätte es einmal den Bewohnern für ganz unterschiedliche Praktiken zur Verfügung stehen können, die eben mit diesen Alltagspraktiken auch einmal zu tun haben und die diese auch mitformen können. Und dieser Gemeinschaftsraum ist angeschlossen eigentlich über diese Galerieanlage, die auch verglast werden musste aus akustischen Gründen, weil das Gebäude in der Nähe von der Autobahn steht und ist direkt verbunden mit dem Erdgeschoss. Das macht eigentlich eine Raumfigur dieser gemeinschaftlichen Bereich. Das ist eigentlich, was uns am meisten interessiert hat. Wir mussten natürlich auch Grundrisse der Wohnungen zeichnen für den Wettbewerb. Und was uns am meisten interessiert hat, ist eigentlich, was in diesen Begegnungs- und Räumen der potenziell gemeinschaftlichen Praktiken passieren könnte. Und gerade zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist auch die Situierung des Fahrradkellers. Also das war auch in Holland früher immer ein Keller, also ein Regime des Parkierens, beinahe so eine Art Parkgarage für Fahrräder. Und nicht nur wir, viele andere, man geht dazu über, dass das Fahrrad eigentlich Teil der Lobby des Eingangsbereichs werden soll, also durchaus auch an die Fassade kommt, ans Tageslicht kommt und einen freundlichen Bereich auch wird, sozusagen, dass das Nehmen von einem Fahrrad einfach ist, zum Beispiel über automatische Eingangstüren, weil mit dem Fahrrad die Hauseingangstüre reinzugehen, ist unpraktisch. Also sozusagen, das hat alles, diese Komfortaspekte, diese Raumaspekte haben natürlich auch alle ihren Einfluss auf die täglichen Praktiken, ob diese Mobilitätsformen, sagen wir, wahrgenommen werden oder nicht wahrgenommen werden. Das zweite Projekt, das ich vorstellen möchte, ist ein Gebäude für rund 80 Wohnungen. An meine Studenten, die hier auch zum Teil anwesend sind. Das ist das Gebiet, das wir gemeinsam bearbeiten. Und das ist das Luftbild, von dem ich heute gesprochen hatte, das Luftbild aus den 60er Jahren. Das ist ein Gebiet im Westen von Amsterdam. Man kann gut das Zentrum von Amsterdam, den Grachtengürtel erkennen.
Das Gebiet ist interessant, weil das der bekannte Ausbreitungsplan von Amsterdam ist, der AÜP, der Algemene Ausbreitungsplan, der von Van Eesteren erstellt wurde. Van Eesteren hatte ja eine Doppelfunktion. Der war einerseits Vorsteher der Stadtplanung in Amsterdam, andererseits war Van Eesteren der Generalsekretär des SIAM, also war Teil der ideologischen Plattform der Moderne, könnte man sagen, und hat deshalb eigentlich aus erster Hand die Ideologie der funktionalistischen Stadt mitgestalten können. Und der AÜP steht in der Stadtgeschichte bekannt als einer der ersten Pläne, die entsprechend den Prinzipien der funktionalistischen Stadt gemäß dem SIAM auch ausgeführt wurden, allerdings nicht 1934 zu dem Zeitpunkt, wo er erstellt wurde, sondern erst nach dem Krieg seit den 50er Jahren. Und deutlich erkennbar ist diese modernistische Vereinzelung der Häuser, über die ich auch eingangs bereits gesprochen hatte. Und das Gebäude hier, über das wir sprechen werden, steht hier am Platz von dieser alten Schule. Die Kirche, die bleibt noch. Heute ist dieses Gebiet, also es war Teil dieses AÜPs, dieses Gebiet zwischen Autobahn und Eisenbahn wird verdichtet. Das sind zeitgenössische Pläne der Vision Amsterdam 2040, sind angewiesen als Verdichtungszonen und auch als hybride Zonen, also sagen wir mal, das war ja auch die große Kritik natürlich an die modernistische Stadt, diese Trennung der Funktionen, die nicht funktioniert hat. Und gleichzeitig auch noch was interessant ist, die modernistische Stadt war natürlich die Stadt in der Landschaft, also diese antistädtische Dimension der Gartenstadt. Im Volksmund heißt dieses Ausbreitungsgebiet auch der westliche Townstädte, die westlichen Gartenstädte. Und wir fanden interessant, unser Projekt sollte eben Teil dieser Verdichtung werden, und wir fanden interessant, das Thema der Natur auch in diese Verdichtungsaufgabe mit einzubeziehen. Also nicht nur Verdichtung von sozialen Raum, sondern angesehen dessen, dass Landschaft und damit eine Idee oder eine Konzeption von Natur, die modernistische Konzeption von Natur, Teil dieser DNA ist, dieses Gebietes, dachten wir, müsste diese Verdichtung auch das Thema der Natur beinhalten. Das ist ein Bild des Ortes, und interessanterweise ist diese Verbindung hier, dieser Kanalverbindung hier, einer der sekundären ökologischen Korridore im System der Netzwerke in Amsterdam. Die Aufgabe von der Stadt war, dieses Gebiet hat sich verändert. In den 90er Jahren wurde es nämlich vor allem ein Gebiet für Immigranten. Es ist zum Zeitpunkt von 2014 haben wir angefangen zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt war die Bevölkerung so, dass mehr als 80% der Bewohner marokkanischer Herkunft waren. Und die Stadt wollte im Zug der Verdichtung die Bevölkerungsschichten diversifizieren. Und Teil der Aufgabe war dann auch, architektonisch neue Bewohnergruppen anzuziehen und gleichzeitig aber auch eventuell beitragen zu können an das Schaffen von sozialen Kohäsion in diesem Gebiet. Und wir haben deshalb erst damit angefangen, welcher Typus Wohnung könnte attraktiv sein und könnte neue Formen oder neue Bewohnergruppen anziehen. Und haben uns durch die Verbundenheit dieses Gebietes mit der Moderne auf eine Typologie von Corbusier bezogen. Ich hatte eingangs das Kartäuserkloster gezeigt, und Sie sehen hier nochmal eigentlich diese individuelle Zelle im Grundriss und im Schnitt, die Corbusier gezeichnet hat. Corbusier war sehr fasziniert von dieser räumlichen Organisation, die auch im Schnitt sich über zwei Geschosse erstreckt und wo jede Kartäuserzelle ihren eigenen Garten hat und eben räumlich sehr, sehr schön mit diesem Ausblick auf diese Landschaft funktioniert. Und dieses Prinzip dieser Kartäuserzelle und dieses Verhältnis zwischen Gemeinschaft und Individuum, was im Kartäuserkloster ja auch mal zusammenkommt, hat er übertragen in seinen Wohnbauentwurf in den Immeuble Villas. Ein nicht realisierter Entwurf, aber eine Einheit wurde ja zu Beginn der 20er Jahre realisiert als Teil der Ausstellung der
dass das Salon des Art Décoratif in Paris. Aber diese Stapelung dieser individuellen Einheiten und die Kombination mit gemeinschaftlichen, hier haben wir es nochmal, mit gemeinschaftlichen Räumen, dieses Vorbild des Kartäuserklosters, kommt eigentlich in der Konzeption von Corbusiers Immeuble Villas eigentlich wieder zurück, in einer modernen Form, in einer typologischen Konstanz eigentlich, kann man sagen. Und die hat uns interessiert oder animiert. Und wir haben vorgestellt, dass wir eine Raumeinheit schaffen, die doppelt hoch ist, die nicht diese schöne Kombination von Garten und Außenraum hat, wie bei Corbusier, aber zumindest ein doppelhoher Raum ist, der funktional nicht weiter kodiert ist. Wir haben zwei Stahlträger quer in den Raum gespannt. Und die Idee ist eigentlich, dass die Bewohner sich heute oder in Zukunft in diesem Raum selber einrichten können, also diesen Raum selber annehmen können, aneignen können, in einer Form, in einer Verdichtungsform, wie sie das möchten. Und wir sehen also hier nochmal diese kahle Raumeinheit während der Bauphase, diese zwei Träger, diese Stahlträger und alle möglichen Formen dann, die schon zur Zeit des Ausbaus dann als die Käufer des Eigentumswohnungen auch bekannt waren, während des Entwicklungsprozesses alle möglichen Formen der Individualisierung eigentlich erfunden hatten. Wir haben uns selber als Architekten minimalst mit den Grundrissen beschäftigt. Wir haben die Einheit schon so gewählt, die sitzt ungefähr auf einem Footprint von 60 Quadratmeter, das ist die Basiseinheit und könnte natürlich dann auf 120 ausgebreitet werden. Wir haben natürlich geguckt, dass bestimmte Grundrisskonfigurationen möglich sind, aber wir haben den individuellen Käufern heute und auch in Zukunft nicht vorschreiben wollen, welche Konfigurationen sie sich nehmen sollten. Und das Gebäude dann ist jetzt stadträumlich gesehen, nimmt diese modernistische Idee oder Konfiguration dieser losstehenden Körper mit dem Zwischenraum, der da durchgeht, eigentlich auf. Also es gibt diesen Plinth und auf dem Plinth stehen diese zwei Baukörper in Nord-Süd-Richtung, eigentlich genauso wie die Baukörper der traditionellen, der modernistischen Struktur. Das ist die Südseite. Es war uns wichtig, das ist der Boulevard, der Hauptboulevard, Postisweg. Es war uns wichtig, die Südseite nicht mit dem Volumen zu schließen, sozusagen, dass die Sonne und der Durchblick auch zu den bestehenden Gebäuden erreichen würde, dass die bestehenden Gebäude so wenig wie möglich eine Rückseite werden wie möglich. Die Stadt hat einen Kubus definiert von ungefähr 40 bei 40 bei 40 Meter und es gab in diesem Wettbewerb, in diesem Tender ganz unterschiedliche Raumkonfigurationen. Und wir haben dann, um eine Adresse zu machen, dieses Stadtfenster gemacht. Also da gibt es nochmal einen Baukörper, der die zwei parallel stehenden Körper schließen, sozusagen, dass es hier dieses Stadtfenster gibt mit Orientierung zu Postisweg, diese Abtreppung. Wie reagiert das Volumen auf den Kontext? Ein sehr massives Volumen. Wir haben versucht, die Maßstabskontraste mit kleinen Akzenten zu artikulieren. Die Baukörper sind um einen Meter verschoben in Reaktion auf diesen kleinen Maßstab dieser Nachkriegskirche und zeigt nochmal zwei Verschiebungen, zwei Steps auf, um die Grenze der Nachbarschaft, diese Landschaftsgrenze, die ja eine andere Maßstäblichkeit hat als diese Reaktion, zu definieren. Und mit diesen zwei Akzenten verschiebt sich auch dieses Grid. Wir haben uns für die Fassade das Grid ist ja natürlich so eine protomodernistische Form der geometrischen Organisation, die bei Mies und bei allen Modernisten eigentlich wegen ihrer Rationalität auch geschätzt wurde, also ein Ausdruck ist dieser modernistischen Faszination für die Rationalität der Planung, aber die kommt hier beinahe postmodern zurück, weil sie spielerisch ist, sie hat unterschiedliche Frequenzen, auf der Seite ist sie eine Einheit, zur Postisweg hin ist es eine halbe Einheit und auf der Rückseite sozusagen ist es eine Doppeleinheit. Gleichzeitig gibt es diese Verschiebungen, die entstehen eigentlich durch diesen Baukörper, hier sieht man das nochmal vielleicht ganz gut. Also dieser Akzent, dieser Versuch, maßstäblich zu reagieren auf diesen kleinen Maßstab einerseits und auf diese Grenze der Nachbarschaft andererseits, die dann diese Verschiebung organisiert. Und das Wichtigste für uns war, und wir haben immer gesagt, der schönste Raum soll für die Gemeinschaft sein und nicht für den Privaten. Das heißt, die Wohnungen sind Ost-West orientiert
Und der wichtigste Raum ist der Raum, der nach Süden eigentlich hin orientiert ist, zur Poststraße hin. Und das ist eigentlich der Raum für die Gemeinschaft, den wir gleich nochmal sehen werden. Und hier ist die Rückseite dann, das Abtreppen eigentlich und die Einsicht eigentlich in diesen, sag mal, Innenraum, der eine ganz andere Haptik und eine ganz andere Identität hat als diese Außenbereiche. Und dann war das Interessante auch hier wiederum das Organisieren von diesem Gemeinschaftsbereich mit diesen Galerien eigentlich, mit diesen rundumlaufenden Galerien. Da gibt es verschiedene Hierarchien. Wir haben Balkone, also wir wollten nicht bloß diese durchlaufenden, endlosen Galerien definieren, sondern die Galerien haben eigentlich kleine Orte, immer zwei Eingangstüren, zwei Wohnungseingangstüren, teilen sich eine Galerieverbreitung in der Form von einem Balkon. 7 Einheiten links und 7 Einheiten rechts teilen sich die Plattform zu Poststraße hin, die verschiedene Funktionen erfüllt, unter anderem Urban Farming und einen vertikalen Garten eigentlich. Und alle Einheiten zusammen sitzen an diesem grünen Innenbereich. Und dann gibt es noch unten im Sockel gibt's noch verschiedene gemeinschaftsorientierte Bereiche. Es gibt die Stadtbibliothek, die eine Zweigstelle hat. Wir haben selber einen Projektraum eingesetzt mit Künstlern und Kuratoren zusammen. Ein Non-Profit-Projektraum, der die Verbindung zwischen der westlichen und nicht-westlichen Kultur in der Nachbarschaft, also diese marokkanische und westliche Begegnung eigentlich in der Nachbarschaft mit sozialen und kulturellen Ereignissen erfüllt. Das ist der Innenraum, ein wahnsinnig hoher Innenraum, bei dem wir immer in Sorge waren, wie wir den strukturieren, dass er nicht aus dem Maßstab springt, wo man diese zusammengefassten Vortüren sieht mit den Balkons und dann bei Poststraße das große Fenster mit diesen großen kollektiven Plattformen. Hier nochmal die Idee eines kollektiven Fensters eigentlich. Und diese Renderings zeige ich eigentlich ganz gerne, weil die besser, als ich das bisher selber auch dokumentieren konnten, bei den Bewohnern die Idee nochmal zeigt, dass diese kleinen Ausweitungen dieser Balkone oder die Idee dieses Gartens, dieses Gemüsegartens für alle und für Bewohner, der wird auch tatsächlich auch genutzt, dass es natürlich auch eben Momente sind, die Praktiken, Alltagspraktiken beeinflussen können, nicht zwingen, aber beeinflussen können. Es gibt eine eingebaute Gemeinschaftsküche hier in dieser Wand hier, in dem diese Verglasung gibt es nicht, aber die Küche gibt es. Es gibt den vertikalen Garten. Und es gibt eben dann dieses Dach eigentlich, dieses grüne Dach, also dieser Innenbereich. Also wir haben diesen Raum auch diesen Polderraum genannt, weil vor der modernistischen Verstädterung, noch bis in die 40er und 50er Jahre, war die Landschaft von New West eine Polderlandschaft. Das ist eine offene, typische, wasserkanaldurchzogene, agrarische Landschaft. Und die kommt jetzt hier im Inneren nochmal zurück mit diesem regenwasserverzögenden Dachgarten, der die Bereiche nass und trocken verbindet. Dann der Garten am Fenster, dieser Klimmpflanzengarten, dieser Moose Town, wie es im Holländischen heißt, dieser Pflanzengarten, Eingangsbereich, wo man direkt eigentlich in dieses sunken Atrium eigentlich läuft, also zum Licht hinläuft. Und dann noch ein Bild, eben die soziale Produktion des Raumes. Wir haben bereits mit einer Künstlergruppe von Kuratoren, bereits während des Baues hat man Aktionen gemacht, um auch den Kontakt zu suchen der neuen Bewohner, zwischen neuen Bewohnern und den eingesessenen Bewohnern. Da gab es verschiedene Aktionen rund um das Erkunden auch der Nachbarschaft und dann eigentlich zum Teil auch künstlerisch und sozial recht hochstehende Aktionen. Die machen das wirklich super, die haben das jetzt übernommen. Und machen das super, haben eine Förderung gekriegt vom Mondrian-Fonds für Kunst, also von der Kunstförderung in Holland, die beste Adresse. Und es ist so eine verbindende Adresse, eine niedrigschwellige Adresse, die nicht, sagen wir mal, elitäre Kunst verhandelt, sondern eigentlich so einen Weg sucht zwischen sozialen und kulturellen Ereignissen. Ich habe leider dummerweise mir die Zeit nicht gesetzt. Ihr kennt es ja. Viertel nach acht. Sollen wir noch eine? Sind noch richtig gut in der Zeit. die dritte These, die ich vorschlagen möchte, ist: Wohnbau heute ist ökologische Verdichtung. Die Verdichtung der Stadt ist eine doppelte. In vielen europäischen Städten ist heute die Biodiversität größer als auf dem industriell bewirtschafteten agrarischen Land.
Die Stadt verdichtet sich gleichzeitig mit Menschen und Nichtmenschen, natürlich Gebilde und Artefakte als ein Ausdruck für Nichtmenschen. Zugleich findet in den Geisteswissenschaften eine, und ich finde das wirklich nicht übertrieben, eine kopernikanische Paradigmenwende statt, nämlich hin zu einem postanthropozentrischen Denken, welches den Menschen als Teil gleichwertiger ökologischer Beziehungen und Abhängigkeiten versteht. Und diese Idee des postanthropozentrischen Denkens will ich nicht so drauf eingehen, aber ich denke wirklich, also die Architektur ist ja notorisch anthropozentrisch, man baut immer für Menschen, für den sozialen Raum, für den Auftraggeber, war immer menschengerichtet. Und ich glaube, was da gerade im Augenblick passiert, also diese Notwendigkeit eigentlich, die auch mit unserer Erfahrungsrealität zu tun hat, dass wir eben nicht mehr im Zentrum des Universums sozusagen stehen, sondern bloß eben ein beinahe unwesentlicher Teil eigentlich eines ökologischen Größeren sind. Die Konsequenzen dieses postanthropozentrischen Denkens, glaube ich, werden uns noch auf Dekaden hinaus beschäftigen. Und wir beginnen gerade erst, uns die ersten Fragen zu stellen und ein Verständnis zu erlangen. Und ich denke, was interessant ist, also für mich, also in unserer Arbeit auch, dieses Verhältnis zwischen Natur und Kultur fanden wir immer sehr interessant. Ich bin selber nicht ein Stadtmensch, ich bin auf dem Land aufgewachsen, am Waldrand. Und was interessant ist, ist ja, dass es in der westlichen Moderne, in der westlichen Kultur diese konzeptionelle Scheidung gibt zwischen Natur versus Kultur. Kultur wird gemeinhin als das bezeichnet, was sozusagen der kulturelle Innenraum ist, und alles, was mit Natur zusammenhängt, ist sozusagen der Außenraum des Kulturellen, traditionellerweise. Und ich glaube, dass es das auf jeden Fall auch, das natürlich mit der räumlichen Kodierung zu tun hat. Die Kultur ist eine städtische, entsteht im Innenraum der Stadt sozusagen, und der Außenraum des Territoriums ist sozusagen dieser Außenraum der Natur. Und wir alle mit Klimaerwärmung und Coronavirus-Krise und so weiter wissen natürlich längst, dass Natur und Kultur keine Gegensätze mehr sind. Es gibt dieses Aus nicht mehr, sondern es gibt eigentlich bloß noch dieses Kontinuum von diesem hybriden Innenraum eigentlich, wie das hier Olafur Eliasson eigentlich auf diesem Bild, mit dieser Installation ausdrückt. Und was heißt es für die Architektur, die eben so traditionell auf diesen Innenraum eigentlich bezogen, auf diesen kulturellen Innenraum, was heißt es für die Architektur, sich eben auch diesen Raum der Natur sozusagen oder diesen konzeptionellen Raum der Natur einzugliedern als Teil ihrer Aufgabe? Und dabei will ich es erstmal belassen. Als ich selber Berufsanfänger war, hatte ich interessanterweise erstmal beinahe ausschließlich mit Projekten zu tun, die eine Auseinandersetzung waren zwischen einer städtischen Kultur und einer Form von Natur. Also ich habe 7 Jahre lang für UN Studio in Amsterdam gearbeitet und hatte 2 Projekte zu verantworten. Das eine Projekt war die Renovation und Ausbreitung des Hotel Castells im Engadin in Zurz. Und ich glaube, das ist natürlich eben Bauen in der Natur, aber das Engadin ist natürlich, obwohl es in diesem wahnsinnigen Landschaftsraum, der natürlich euch hier so bekannt auch ist, diesen wahnsinnig schönen alpinen Landschaftsraum liegt, aber trotzdem ist das Engadin natürlich eine absolut städtische, hat eine absolut städtische Sphäre. Die Menschen, die im Engadin sind, die Migration dieser Bevölkerungen, der Gebrauch des Engadins ist geprägt von dem Stadtmenschen. Es wird gebaut für den Stadtmenschen. Und es beginnt eigentlich früh all, also das Kastell hier noch in seiner alten Form, bevor der Dachstuhl abgebrannt war, war das Kastell wirklich als Trutzburg gebaut. Und das muss man sich jetzt nochmal vorstellen, das sieht zwar aus wie eine Burg, aber es ist natürlich kein mittelalterliches Objekt, sondern es war dann bereits 1913, als Hartmann das Ding baute, sozusagen am Vorabend der Moderne, der modernistischen Architektur. Also Corbusier hat da bereits seine ersten Skizzen für die Villa Savoye gemacht sozusagen. Und dann wird dieses Gebäude trotzdem als mittelalterliche Burg gebaut. Und warum? Je trutzhafter dieses Kastell ist, umso wilder wird die Landschaft kodiert. Also
die Repräsentation des Hotels als eine wehrhafte Architektur ist gleichzeitig auch eine Aussage über das Lesen der Natur als Landschaft, nämlich in der Form von einer wilden, gefährlichen Landschaft, und das waren natürlich die Alpen auch, bevor die Alpen überhaupt eine ästhetische Dimension gekriegt haben und eine soziale Dimension im Sinn von der Freizeitbeschäftigung, das ist ja eine moderne Empfindung des 18. und 19. Jahrhunderts, war natürlich die Alpenquerung, war es eine karge Landschaft, eine gefährliche Landschaft, die Alpenpassage war gefährlich. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das Kastell schon mit der neuesten Infrastruktur der Bäder aufwartet, war die Landschaft bei weitem nicht mehr so gefährlich, wie dieses Ding eben zeigt. Und dann haben wir mit UN Studio dann im Jahr 2000 uns überlegt, welche Form, welche Architektur soll man dann in der Erweiterung hinstellen. Was wir gemacht haben, war nicht bloß die Innenrenovation, sondern auch ein Apartmentgebäude mit dem Erlös, dessen man die Renovation durchführen konnte. Und das Apartmentgebäude ist ein städtisches Apartmentgebäude, weil auch die Kultur, wie das auch mit den Artinstallationen, die über das Kastell gelaufen sind, die Natur ist eine Infrastruktur für die Freizeit des Städters geworden. Ist keine wilde Landschaft mehr, sondern ist eine Infrastruktur für die Freizeitbeschäftigung des Städters. Und deshalb fanden wir das absolut legitim, eine sehr städtisch orientierte Architektur hinzustellen, was damals in der Schweiz zu großen Kontroversen geführt hat. Ich kann mich erinnern, im Hochparterre hat man geschrieben, man baut nicht so in den Bergen rahmt man den Berg mit dem Lochfenster, aber man baut nicht mit der offenen Glasfassade in den Bergen. Also das hat eben diesen Kulturkonflikt stimuliert. Was ist die Landschaft? Wie wird die Landschaft kulturell kodiert? Und wie reagiert darauf die Natur? Die Architektur. Ein zweites Projekt, das ich verantwortet hatte für UN Studio, war ein Freizeithaus in den Catskills an der Westküste, unweit von New York, 2 Stunden außerhalb von New York. Und auch da ging es um die Frage, wie man der Idee, wie man für eine städtische Kultur, für einen städtischen Auftraggeber sich in die Natur platziert. Da ging es sozusagen um die Bewegung der Natur, die dem Objekt einverleibt wurde, in die Architektur mit aufgenommen wurde. Und als ich selber mit meinem Büro begann, wir hatten einen ersten Erfolg 2009, als wir einen Wettbewerb gewonnen haben für das Besucherzentrum Ostfahrersplassen. Da will ich auch bloß ganz kursorisch 2, 3 Dinge sagen. Ostfahrersplassen liegt in Flevoland, das ist eine Provinz in Holland, die bis in die 50er Jahre noch Wasser war. Das auf dieser alten Karte hier ist es alles noch blau hier. Heute ist es eine Provinz, eine agrarische Provinz eigentlich, Flevoland, wo viel agrarische Produktion stattfindet, ist eingepoldert und dann hat man das Wasser ausgezogen. Das sieht man eigentlich nochmal hier auf diesen Bildern. Also die Einpolderungsinfrastruktur, die den Damm geschlossen hat und dann hat man nachher das Wasser abgezogen, dass es heute eben diese Polderlandschaft gibt, die heute die Landschaft durchzieht. Aber früher war das eine Wasserfläche, war das die Saudersee und war eben eine geschlossene Meeresfläche. Und wir haben, und das Interessante war, dieses Gebiet Ostfahrersplassen, das in diesem Ort liegt hier, war immer das feuchteste Gebiet. Das konnte keine Industrie erhalten, weil es erst sehr, sehr feucht war. Und wurde dann sozusagen beinahe wider Willen als Naturgebiet deklariert, weil es für die Zugvögel auf dem Weg von Norden nach Süden ein wichtiger Stoppplatz ist, sind die Ostfahrersplassen jetzt ein großes Naturreservat, das eine wilde Natur beherbergt, aber die Wildnis ist nicht die alte Wildnis, eine ursprüngliche Wildnis, sondern die Wildnis ist paradoxerweise eine neue Wildnis, die ja erst entstanden ist nach der Einpolderung. Also sozusagen eine wilde Natur, die eingeregelt wird. In Holland wird alles eingeregelt über den Wasserhaushalt, aber sonst im Prinzip im Lauf gelassen wird. Und wir haben ein Besucherzentrum entwickelt, das die Entstehungsgeschichte, die Kulturgeschichte des Ortes eigentlich visualisieren oder erfahrbar machen sollte. Das Dach dieses Naturzentrums ist das Wasserdach auf der Ebene der ehemaligen verschwundenen Meeresebene, also die Meeresfläche kommt hier nochmal zurück auf diesem Wasserdach. Man hätte, wenn es gebaut worden wäre, leider ging es in der Finanzkrise, in der nachfolgenden politischen Entwicklung in Holland, ging der Auftrag leider verloren. Man hätte also als Eingang über das Wasserdach, über dieses Erinnern an die verschwundene Seefläche,
auf diesen alten ehemaligen Seeboden, Meeresboden, auf dem Boden der neuen Natur abtauchen sollen und hätte dann diese unterschiedlichen, mit dem Ökologen zusammen haben wir diese unterschiedlichen, diese typischen Vegetationen entwickelt, die eben mit dem Wasserstand gerade über oder unter dem Boden zusammenhängen. In Holland wird Landschaftsarchitektur bestimmt durch wenige Zentimeter Höhenunterschied und nicht durch hunderte Meter von Höhenunterschied wie hier in den Alpen, sondern es ist eine Frage von Zentimeter, dass ganz unterschiedliche Vegetationstypen entstehen. Und die kamen dann im Grunde, haben sich dann Innenraum, Außenraum, in einer Verschränkung von Innenraum und Außenraum, wie man das hier im Grundriss sieht, haben sich dann verschränkt. Und dann am Ende, wir waren die einzigen Teilnehmer, die den Aussichtsturm vorgeschlagen hatten, weil es so flach war. Und dieser Aussichtsturm erinnert nochmal eigentlich an die Technologie, die dieses Territorium überhaupt erst möglich gemacht hat. Also sozusagen die Infrastruktur kommt hier nochmal im Anklang zurück in diesem Aussichtsturm. Leider nicht gebaut. Parallel zu meiner praktischen Tätigkeit habe ich unterrichtet. Ich habe einige Jahre lang am Postgraduate-Institut, der Bärlage-Institut in Rotterdam unterrichtet, bevor das ein Teil wurde von der TU Delft, was es heute ist. Und ich habe drei Research-Projekte gemacht, in Zusammenarbeit mit ClubMed. Mich hat das Tourismusressort interessiert. Ich weiß nicht genau, was ist der deutsche Begriff, was haben wir hier geschrieben? Wie sagt man im Deutschen Tourismusressort? Wie sagt man hier? Das ist ein Holiday, ein Ferienressort. Ich weiß nicht, aber jeder versteht, was damit gemeint ist. Also diese Tourismusressorts, diese Ferienressorts, die ja unglaublich populär sind, aber damals noch außerhalb des Radars des Architekturdiskurses lagen. Das war sozusagen zu banal, zu alltäglich. Deshalb haben wir hier in Persiflage an Learning from Las Vegas eigentlich gesagt, wir möchten eigentlich sehen, kann man von diesem Club was lernen. Weil was mich interessiert hat in diesen Feriendomizilen ist eigentlich diese Stiftung von Gemeinschaftlichkeit. Also zumal es ist ja nicht, es ist eine kapitalistische Form der Gemeinschaftlichkeit und eine forcierte Form der Gemeinschaftlichkeit, aber trotzdem, es kommen verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammen, Bedienstete, Ferienmachende, die gemeinschaftlich Dinge tun in diesen geschlossenen Anlagen und die gleichzeitig auch durch die Produktion der Natur ihre Gemeinschaftsform sozusagen eigentlich erfahren. Also die Natur ist alles andere als natürlich belassen. Die Natur wird in einer Künstlichkeit hochverdichtet und durch diese hochverdichtete Produktion von Natur, diese artifizielle Produktion von Natur, in diesem Kontext findet gleichzeitig auch eine Produktion von einer temporären Gemeinschaft statt. Und das hat mich interessiert und das haben wir uns mit Studenten, haben wir uns das analysiert. Also auch eben der Rasen sozusagen, wenn man den Rasen öffnet, dann ist der Rasen sozusagen Infrastruktur. Das Thema des Back of House, eine Kulissenarchitektur, die aber trotzdem infrastrukturell, operativ, eigentlich Regime hat, die nicht sichtbar gemacht werden, aber die trotzdem mit dieser Produktion, dieses Erlebnis zu tun haben. Und wir haben dann verschiedene Projekte gemacht, ein fiktives Projekt zusammen mit ClubMed, also als fiktives Ressort in Kroatien, wobei unterschiedliche Themen definiert worden sind, in denen es um unterschiedliche Formen der Produktion von Natur ging und damit um unterschiedliche Formen der Produktion von Gemeinschaftlichkeit. Ein Beispiel, die Natur als agrarische Produktion in diesem Gürtel von Agrarland hier, war dieses Quadrat hier und es sind diese Bilder hier, wo die Studenten untersucht haben in diesem Zyklus von Säen, von Wachsen, von Blühen und von Ernten, also dieser agrarische Zyklus, der ja durchaus auch eine sinnliche Dimension hat und auch eine Dimension der Praktiken, ob man in diesen Zyklus von bestimmten Pflanzen und Blumen, die auch eben diese sinnliche Dimension verstärken, ob man in diesen Zyklus auch, ob sich der eignet für rekreative Tätigkeiten und Erfahrungen eigentlich. Und das war als großes Gewächshaus konzipiert, ansteigend und durch die Ansteigung des Daches gab es einen wärmeren Bereich und einen kälteren Bereich, also eine Klimakonditionierung sozusagen, die wiederum unterschiedliche Formen der Natur und der Naturerfahrung möglich gemacht hat. Und es war natürlich provokativ, um zu gucken, wo es Anbindungsmomente gibt
in der Konstitution von sozialen Praktiken und ästhetischen Erfahrungen. Und das haben wir auch auf die Stadt übertragen in verschiedenen Formen, Wasserreinigung zum Beispiel, die Konstruktion, die Erstellung, die Produktion von Dünger, also von reichhaltiger biologischer Erde durch diese großen Silos, die dann diesem Wasserfluss sozusagen eigentlich diese reichhaltige Erde eigentlich sozusagen produzieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier ging es auch um eine Konditionierung von Temperaturformen, also unterschiedliche Formen der Produktion von Natur und das Untersuchen, wie ließe sich darin wohnen in der Verbindung mit dieser artifiziellen Natur. Selber in unserer eigenen Arbeit haben wir auch experimentiert, beispielsweise, das ist ein Baugruppenprojekt, wo wir den Lüftungsflügel kombiniert haben mit einem Pflanzencontainer und Klimmpflanzen, die so gezüchtet waren, dass sie Staubpartikel aus der Luft gefiltert haben, also sozusagen die Kombination von einem architektonischen Element mit dem biologischen Element, sozusagen als infrastrukturelles architektonisches Element. Das war eigentlich die Idee hier, also der biologische Filter sozusagen vor dem Fenster. Und diese Idee, dieses Thema der Natur oder dieser Produktion der Natur, der ökologischen Verdichtung, das möchte ich jetzt nochmal abschließend mit diesem Projekt Stories zeigen. Ein Wohnbau, Baugruppenprojekt in Bauxlotterham. Das ist eine historische Aufnahme für die Amsterdam-Kenner. Zentralstation hier, das heißt die Gürtelstadt, die traditionelle Gürtelstadt befindet sich hier. Das ist die Eiverbindung zum Hafen, zum Westen hin, und das sind die Hafengebiete. Und diese hochindustriellen Gebiete, die werden im Augenblick als postindustrielle Stadt im Prinzip umfunktioniert. Da wird über Monate und Jahre wird die verfaulte, vergiftete Erde dieser Schwerindustrie abgetragen. Man weiß nicht genau, wohin sie geführt wird, was gemacht wird, was behalten wird, was nicht behalten wird. Und die Stadt hat die Ambition, aus dieser hoch verschmutzten Geschichte eigentlich eine besonders nachhaltige Stadtentwicklung zu schaffen. Und für unser Projekt, das in dem Plan dieses Gebäude darstellt, an dieser neu zu schaffenden Achse hier, für dieses Projekt haben wir uns beworben. Da waren 6 Grundstücke ausgeschrieben von der Gemeinde Amsterdam, auf der sich Baugruppen bewerben konnten. Und Teil der Bewerbung musste ein Beitrag sein, für eine besondere Nachhaltigkeit des Projektes. Also es gibt eine erhöhte Nachhaltigkeitsforderung an alle diese Projekte, um sozusagen auch diese Geschichte des Ortes zu kompensieren. Das ist die Baugruppe. Ich glaube, ich habe einiges gesagt bereits über das Positive eigentlich und die Qualität, wenn eine Baugruppe gut funktioniert, dieser Mehrwert, dieser soziale Mehrwert. Und auch hier möchte ich keine Grundrisse zeigen, weil die individuellen Grundrisse nicht so, die fand ich nie so interessant, aber was ich zeigen möchte, ist eigentlich, dass das typische Geschoss des Turmes als funktionsoffenes Gebilde konzipiert wird. Also es muss nicht unbedingt ein Wohnraum sein. Heute sind es Wohnräume. Zum Teil sind die Wohnräume, werden sie gebraucht als Arbeitsräume, sind auch so auszoniert im Kataster. Wir haben eine Doppelfunktion im Kataster erreichen können, dass sowohl ein Arbeiten als Wohnen auch möglich ist. Es ist ein funktionsoffenes Gebäude, es ist ein Holzbau mit einem relativ dichten Raster, es sind 4,80 Meter Abstand, eine Scheibenkonstruktion mit diesen Portalen. Alle Portale sind potenziell offen und die Anzahl der Einheiten kann wechseln, deshalb haben wir rund um den Kern auch mehr Türen gemacht, als heute gefragt waren, sozusagen, dass auch in der Zukunft bestimmte Raumbereiche vom Kern aus erschlossen werden können. Der Raumbereich ist auch höher, ist 2,90 Meter, beinahe 3 Meter, womit auch sagen wir mal, vom Baurecht her eben auch Arbeit möglich ist. Die Erschließung ist kompakt, das ist auch sagen wir mal, ist eine eigene Brandkompartimentzone mit einer Treppe nur. Die Treppe wird über den Außenraum erschlossen, das ist in Holland möglich, wenn die Treppe über den Außenraum erschlossen wird, dann erledigt sich sozusagen die zweite Fluchttreppe, weil die beiden sozusagen ihren eigenen getrennten Zugang zum Außenraum haben.
Das Projekt ist ein Hybrid, es wurde 2015 konzipiert und 2015 hat man in Holland noch relativ wenig Holzbauerfahrung gehabt. Das ist immer noch so, man ist erst noch mal ganz am Anfang. Es liegt nicht in der DNA der Kultur, es ist mehr eine mineralische Baukultur. Und gemeinsam mit dem mit der Baufirma, die von Anfang an dabei war, die den Planungsprozess auch mitbegleitet hat, das machen wir sehr oft in Entwicklungen und finden es auch sehr positiv, diese Zusammenarbeit mit den ausführenden Parteien, hat man dann entschieden, weil sich eine große Parkhalle, eine große Parkgarage unter den Turm schiebt, aber ich glaube auch teilweise auch noch aus mentaler Vorsicht, 13 Geschosse in Holz, 2015 schien vielen noch ein Risiko. Und da haben wir gesagt, dann machen wir mal auf jeden Fall mal 10 Geschosse aus Holz und machen das Sockel, die 3 Geschosse darunter mit Beton. Was einerseits eben den Holzbau möglich gemacht hat des Turms, aber andererseits leider noch der Betonanteil ist noch bedeutend höher heute als der Holzanteil. Ich mache auch keinen Hehl draus. Ich will das auch nicht schönreden. Wir sagen immer, es ist ein hybrider Holzbau. Es ist leider so, dass das Volumen des konstruktiven Holzes bloß 25% ausmacht von dem Volumen der Tragkonstruktur in Beton, obwohl die Betonstruktur bloß sich über 3 Geschosse zieht und die Holzstruktur sich über 10 Geschosse zieht. Aber die Volumenverhältnisse sind leider noch deutlich auf der Seite des Betons. Die Holzkonstruktion ist eine sehr schöne Portalkonstruktion mit vertikalen Scheiben, die mit Balken miteinander verbunden sind. Und das Detail ist eigentlich sehr schön, das Verzahnungsdetail. Im Holzbau ist ja die Kräfteübertragung, soll mit den Fasern laufen und nicht quer zu den Fasern. Und deshalb verzahnen sich diese Platten, also diese horizontalen Platten, verzahnen sich mit den vertikalen so, dass die folgende vertikale Platte die Kräfte übertragen auf die untere Platte, ohne die horizontale Zwischenebene eigentlich durchleiten kann. Die Herausforderung beim Wohnbau mit Holz ist natürlich nicht so sehr der Brandschutz, sondern der Schallschutz, weil Holz bloß ungefähr ein Fünftel des Gewichtes hat der mineralischen Baustoffe, wie zum Beispiel Beton, muss man Masse dazufügen. Und obwohl ich gerade gesagt habe, dass unsere Grundrissorganisation konstruktiv sehr funktionsoffen ist, ist er bautechnisch nicht ganz so funktionsoffen, weil über diesem Holzboden liegt die Massenlage. Das ist Kalksplit, der gebunden ist, der als Massenlage auf diesem Holzbau liegt und in dem auch die Infrastruktur, die Installationen eingebunden sind. Und damit wird natürlich ein Teil der Flexibilität, die man eigentlich erstrebt hat, wird natürlich wieder zunichte gemacht. Auf der anderen Seite kann man sich fragen, wie flexibel müssen Wasserinfrastrukturen sein? Wie gesagt, hier hat man gewählt, dass die wasserführende Infrastruktur Teil der Massenstruktur ist, um den Schallschutz so hoch wie möglich zu garantieren. Es gibt daneben ein Gebäude, das auch teilweise in Holz gebaut wurde, das aber Schallschutzprobleme hatte und es war immer so eine Gefahr oder eine Angst eigentlich, wie der Schallschutz eigentlich sich verhalten würde. Zum Verhältnis der Gebäudehülle haben wir, ist eigentlich so, dass die Energieverordnungen eigentlich ja die kompakte Bauform fördern. Das heißt, komplexe Bauvolumina mit Vor- und Rücksprüngen ist ja alles nicht mehr im Prinzip opportun, also ist energetisch verwerflich. Die energetisch beste Form des Bauens ist die absolut minimalste Gebäudehülle, also der Körper mit der minimalsten Gebäudehülle. Das ist Tight Fit eigentlich und wir wollten dieses Tight Fit mit dem Loose Fit, mit der Loose Fit Gebäudehülle kombinieren, die trotzdem diese Verhandlung auch mikroklimatisch zwischen Außenraum und Innenraum facilitieren kann als Konzept. Und also deshalb haben wir eigentlich da gibt es eine Diversität auch der heutigen Wohnungseinteilung, die aber durchaus eben auch ändern kann. Aber um diesen Kern der Wohnungen und dieser Arbeitswohnungen, die ja zum Teil eben auch Arbeitsräume haben, gibt es diese Struktur, diese Stahlstruktur, die diese mikroklimatische Unterhandlungs- oder Verhandlungshülle ist eigentlich zwischen Innenraum und Außenraum.
weil wir eigentlich denken, dass mit der Klimaveränderung, mit der Erwärmung die Außenräume viel wichtiger werden. Ich denke auch, dass Außenräume nicht nur ein Privileg des Wohnbaus sein werden in Zukunft. Ich denke auch, dass Arbeitsräume, Büroräume, dass sowieso die Hybridisierung zwischen Programmen vorangeht, die generischen Architekturen weiter entstehen. Und generisch heißt ja nicht unbedingt ohne architektonische Qualität, aber dass Außenräume für verschiedene Funktionen, glaube ich, wichtig und interessant werden oder wichtiger werden in Zukunft, als dass sie heute sind. Und es gibt eben dann diese, also wir haben in diese Außenräume ungefähr 40, also insgesamt 60 Pflanzennischen, und 40 von diesen Pflanzennischen sind niedrig wachsende Bäume, mehrstämmige Bäume aufgenommen. Und es sind eigentlich im Grunde, für mich ist es, um nochmal auf dieses Postanthropozentrische zurückzukommen, also es ist kein Claim, dass es ein postanthropozentrisches Projekt ist, aber die Idee war, Habitat, ökologische Nischen, also auch wenn es minimale Nischen sind, also Habitat, ökologisches Habitat mit Wohnraum für Menschen, also Habitat für Nichtmenschen, Wohnraum für Menschen in ein industrielles Regal eigentlich zu verbinden. Also es ist ein Industriegebiet, also dieses Industriehafte des Regales, diese generische architektonische Form schien uns auch vom Kontext her passend, und dass diese Form, dieses Regal nicht nur Wohnraum für Menschen beinhaltet, sondern dass es kombiniert wird auch mit, ich sage jetzt mal, Habitat oder Wohnraum für Nichtmenschen in der Form von kleinsten Habitaten für Insekten und für Pflanzen. Der konzeptionelle Anspruch ist vielleicht höher als die tatsächliche Ausführung, aber konzeptionell vom Denken her finden wir das interessant. Und dann die Beziehung mit den Innenräumen, das ist immer die tragende Decke. Das war uns auch wichtig, dass das Holz auch mindestens noch in der Decke zurückkommt. Die vertikalen Wände sind durch den Schall und durch den Brandschutz sind mit Gipsplatten bekleidet. Das ließ sich nicht vermeiden, aber uns war es wichtig, dass zumindest Holz dann an einer Fläche, nämlich an der tragenden Decke, dann zurückkommt. Und das ist dann diese Hülle eigentlich, diese tiefe Fassade, die also eben über Schattenwurf, die dann das Volumen selber auch kühlt, über Außenbereiche, die nicht verglast sind, und Außenbereiche, die sehr wohl verglast sind, Wintergärten, weil es auch eine exponierte Stelle ist im Hafen, diese unterschiedlichen mikroklimatischen Verhandlungszonen zwischen Außen und Innen eigentlich möglich macht. Der Anschluss an den Hafen, eigentlich eben dieses Regalhafte, das ist noch ein ganz frühes Foto. Mittlerweile sind hier die Klimmpflanzen hier, die in diesen Doppelstützen einmal eingezogen sind, sind drin. Es ist ja eigentlich im Grunde beinahe so ein Muster, das, also ein Wachstumsmuster von einer Stütze auf eine Doppelstütze mit Klimmpflanze auf diese verbreiteten Stützen mit Pflanzennischen, die dann auch eigentlich im Winter, also das ist ein Winterbild zum Beispiel hier. Also es war uns auch wichtig, dass es nicht bloß diese Sommerbilder gibt, sondern auch im Winter ist halt die architektonische Fassungsstruktur, diese Rahmenstruktur, hat ihre eigene Wertigkeit, ob die Pflanzen jetzt anwesend sind von ihrem Blatt, von ihrem Laub, oder weniger anwesend sind von ihrer Struktur her. Der Eingangsbereich und das nochmal, sag mal, der Kontext im Hafengebiet, das sind übrigens von Tom Franzen, den ich mal zu einem Vortrag hier nach Innsbruck einladen werde, zwei sehr interessante experimentelle Wohnbauten, wo die Idee der Flexibilität noch radikaler durchgeführt wird. Es sitzt weniger Holz drin als bei uns, also wenig konstruktives Holz, aber dafür die Radikalität dieser Form des offenen Bauens, des funktionsunspezifischen Bauens, ist hier nochmal sehr interessant aufgenommen. Also es gibt interessante Experimente, auch diese schwimmenden Wohnungen gehören zu diesen Experimenten, die in diesem Hafengebiet stattfinden. Genau, und sag mal, in unserem Gebäude wurde auch diese Selbstverpflichtung, die Stadt Amsterdam hat einen Konvenant mit Parteien der Wohnbauentwicklung unterzeichnet. Da sind sowohl Bauträger dabei, wie auch Pensionsfonds, also die sozusagen die Finanzierung stellen, wie auch Architekten und Baufirmen, die eine Verpflichtung unterzeichnet haben in unserem Gebäude, dass die Wohnbauproduktion der Gemeinde Amsterdam, der Stadt Amsterdam, bis 2025 5% in Holz definiert werden sollte.
Und leider durch die Kostensteigungen, glaube ich, ist Amsterdam, ich weiß nicht, wie weit man von diesem Ziel entfernt ist, aber man arbeitet an diesem Ziel, dass eben der Anteil der Holzbauten in der Wohnbauproduktion eben höher ist. Und hier nochmal diese Berechnung, dieser CO2-Berechnung, die eben durch den hohen Betonanteil weniger günstig ausführt, obwohl wir beinahe 1000 Kubikmeter Holz verbaut haben. Wir haben ungefähr 800 Kubikmeter konstruktives Holz verbaut und die Gebäudehülle, die innere Gebäudehülle ist eine Holzskelettgebäudehülle mit Holzbekleidung und Holzfenstern. Da ist nochmal ein hoher Anteil an Holz auch dran, also beinahe 1000 Kubikmeter, aber trotzdem die 3000, die dreimal höhere Zahl der Kubikmeter des Betons, was in dem Gebäude noch drin ist, macht natürlich auch die schönste Bilanz, sagen wir mal, trübt die schönste Bilanz. Ich wäre erstmal mit den drei Teilen durch. Wenn eine allgemeine Müdigkeit eingetreten wäre, dann hätte ich größtes Verständnis. Dann können wir nämlich hier schließen oder zu Fragen übergehen. Aber ich möchte das euch überlassen, Rainer. Oder ich weiß nicht, soll man zu den Fragen übergehen? Die vierte Hypothese geht uns noch ab. Mal. Das bringen wir das nächste Mal. Bringen wir das nächste Mal? Bringen wir das nächste Mal. Ist dir das recht, ja. Ich weiß nicht, gibt es Fragen an...